Wie kommt es zu den neuen Corona-Varianten? Das ist in der Art eines Virus begründet. Ein Virus vermehrt sich, indem es sich selber immer wieder verdoppelt. Und bei dieser Verdopplung können kleine Teile des Virus verändert werden. Diese sogenannten Basenpaare, wenn da eins dann fehlerhaft eingebaut wird, und man muss sich vorstellen, so ein Virus besteht aus Millionen Basen, da kann dann eben mal eins ausgetauscht werden. Und wenn das dazu bringt, dass das Virus danach fitter ist, dann wird dieses Virus, dieses veränderte Virus eben weiterentwickelt und vermehrt sich dann. Das andere Virus, was nicht so fit war, stirbt sozusagen ab, und das fittere Virus setzt sich durch und verbreitet sich dann über die Welt, wie wir es jetzt gerade bei Omikron gesehen haben. Omikron verbreitet sich schneller als Delta und hat deswegen Delta verdrängt, weil es einfach fitter ist. Das ist so wie beim Langstreckenlauf. Derjenige, der fitter ist, der kommt schneller ans Ziel, und der andere hat keine Chance mehr.